Hallo, grüß euch, ich bin der Günther. Wenn wir auf der Piste unterwegs sind, gibt es ein paar grundlegende Dinge, auf die wir achten müssen. Gleich wie im Straßenverkehr, wo wir auch auf die anderen Verkehrsteilnehmer achten, ist es auch auf der Piste, dass wir auf die anderen Skifahrer ganz einfach Rücksicht nehmen. Bevor wir losfahren, ist der Blick nach oben gerichtet. Die Geschwindigkeit wird dem Fahrkönnen und den Schneebedingungen angepasst. Wenn wir an anderen Skifahrern vorbeifahren, sollte ein genügend großer Abstand eingehalten werden. Wenn wir stehen bleiben, sollte das an einer übersichtlichen Stelle und nicht hinter Geländekuppen sein. Im Laufe des Tages mit zunehmender Ermüdung sollte das Tempo gedrosselt und eine Pause eingelegt werden. Beim Skifahren unterschätzen die meisten, dass man relativ viel Flüssigkeit verliert. Deswegen ist es sehr entscheidend, dass man in den Pausen die Flüssigkeitsspeicher wieder auffüllt. Außerdem sollte man darauf achten, dass man nicht zu schwer isst. Und am allerwichtigsten beim Skifahren ist, dass man ganz einfach den Alltagsstress hinter sich lässt, dass man die Natur genießt, dass man in die Landschaft reinschaut und ganz einfach an Spaß hat.